Ja, und dann hätten wir jetzt eine Ansage zu machen von Eva, wenn sie denn nach vorne kommen würde. Aber erstmal lass uns gucken, ob wir den Sound hier ein bisschen ausgepfiffen kriegen, lieber Ingo. Weil, ist es so einfach? Das wäre schön, Mario. Das ist schön, die ganze Zeit war sie irgendwie da und jetzt ist sie weg. Eva! Kommst du her und sagst deinen nächsten Stargast an oder nicht? Oder doch? Achso, sie hat den Bauchladen nun dabei gehabt. Okay. Ja, immer ruhig, liebe Eva. Man sollte die Leute auch nicht verwirren. Nein. Und wir haben ja heute eh nichts Besseres vor, als hier bis zum Rest des Abends rumzustehen. Also von daher. Also Lars, wir haben ein volles Programm. Ich weiß noch nicht, wie wir das fertig kriegen wollen. Also jeder, der redet, wenn ihr 5 Minuten sparen könnt, sind euch die folgenden Redner dankbar. So, jetzt, Eva, bitte. Ich hoffe, die jetzt aufgerufen ist, weiß, dass sie jetzt rankommt. Ich spare 5 Minuten. Ich brauche. Du hast gar keine 5 Minuten, sieh zu. Ich brauche euch doch nur eins zeigen, oder? Ja, erinnert sich an dieses Zeichen. Am 19. Juli 2014, Potsdamer Platz. Stoppt die Ursachen, stoppt die Regierung. Das haben hier letztes Jahr Tausende in den Himmel gehalten und dieses Bild ging rum und dieses Bild ist ein Zeichen der Verbindung immer noch. Mein Name ist Eva Maria Pfeiffer und ich komme aus Sachsen. Wie viele Sachsen sind heute hier? Wir sind alle Sachsen. Ich trage heute schwarz als Zeichen der Trauer und als Zeichen der Scham für mein Bundesland. Aber ich möchte sagen, die Sachsen sind nicht so. Die Deutschen sind nicht so. Wir sind nicht so. Menschen sind nicht so. Ich möchte aufrufen, alle, die heute hier sind, alle, die das sehen, alle, die das hören, wirklich zu überlegen, ob das, was man tut, indirekt, direkt, in irgendeiner Weise Menschen dazu bringen könnte, gegen andere loszugehen. Ob es möglich ist, und das ist der Moment, wo ich wirklich auch ein kleines bisschen nachdenklich werden möchte. Wir müssen alle in den Spiegel schauen und müssen vor uns selbst genauestens versuchen zu reflektieren, haben wir irgendetwas getan, was diese Gewalt in irgendeiner Weise gefordert hat. Und wenn es denn so sein sollte, missverständlich, dann werden wir es ab sofort nie wieder tun. Wir begrüßen die Menschen in unserem Land. Wir sind hilfsbereit, wir sind menschlich. Die Mahnwachen stehen für ein Miteinander. Unmissverständlich. Ohne Wenn und Aber. Und ich glaube, da seid ihr meiner Meinung. Ich darf doch nicht lange reden. Ich habe vorhin von den Dinosauriern angefangen. Wir entwickeln uns alle weiter. Bei Wikipedia habe ich was gefunden, das möchte ich euch vorlesen. Zu den Dinosauriern. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts galten Dinosaurier als wechselarme, träge und wenig intelligente Tiere. Zahlreiche Studien seit den 70er Jahren haben jedoch gezeigt, dass es sich um aktive Tiere mit erhöhten Stoffwechselraten und soziale Interaktionen ermöglichenden Anpassungen handelt. Wir sind zu sozialen Anpassungen fähig. Lasst uns ruhig Dinosaurier sein und auf der ganzen Welt uns verteilen. Wir werden nicht alles geliebt haben. Wir werden vor allem friedlich sein. Und zum Schluss, auch zum Thema Dinosaurier, die sich verteilt haben über den ganzen Erdball. Und auch unser nächster Gast ist von weit her. Es ist für mich eine ganz, ganz, ganz große Ehre, dass sie da ist. Möchte ich uns alle erinnern an den Artikel 1 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung.
Wir suchen manchmal die großen Dinge irgendwo im Universum und davor, dabei haben wir sie in der Hand. Ich möchte euch das vorlesen. Ich möchte das unserem Land vorlesen. Ich möchte das unserer Regierung vorlesen. Ich möchte das unserer Welt vorlesen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und mit Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Machen wir diesen Tag zu einem Tag der Brüder- und Schwesterlichkeit. Und zum Thema Schwester begrüße ich jetzt aus Wien Monika Donner. Hi, ich darf kurz meine Frau auf die Bühne bitten, die Jasmin. Wir haben am 5. Mai in England geheiratet, in Österreich geht das ja nicht. Sie wird euch etwas vorlesen, das ich geschrieben habe, weil ich ein Problem habe, meine eigenen Sachen vorzulesen. Das stinkt irgendwie. Okay. Lieber Präsident Putin, mein Name ist Monika Donner. Ich war aktiver Offizier der österreichischen Armee und bin seit 2002 als Juristin im Verteidigungsministerium tätig. Diesen offenen Brief schreibe ich jedoch privat, um Ihnen meinen offenen Brief inklusive strategischer Analyse an das österreichische Parlament und diverse Minister zur Kenntnis zu bringen. Ich erlaube mir, das entsprechende E-Book-PDF in meiner Muttersprache anzuhängen, weil Sie klarere deutsche Sätze sprechen können als so mancher westliche Politiker. Kurz gesagt sind gemäß meiner Analyse eindeutig NATO und USA die gegenüber Russland wortbrüchigen Bedroher des Friedens. Deshalb möchte ich mich hiermit ganz herzlich bei Ihnen, lieber Wladimir Putin, dafür bedanken, dass Sie sich bisher weder von NATO-Provokationen noch von der westlichen Lügenpolit- und Medienpropaganda in einen Krieg haben treiben lassen. Sie, werter Herr Putin, wissen besser als ich, dass russische Streitkräfte in einer Woche quasi ungebremst am Rhein stünden, wären sie nur halb so wahnsinnig, wie sie von der westlichen Finanzdiktaturpropaganda dargestellt werden. Bitte bleiben Sie auf Ihrem sachlichen und auch herzlichen Kurs und beschäftigen Sie fleißig mit China die US-Flotte. Vielleicht schafft es Europa demnächst doch, sich von den USA abzunabeln. Im sogenannten Westen wachen immer mehr Menschen auf und erkennen, wer die wahren Feinde des Friedens und der Freiheit sind. Apropos Freiheit. Vielleicht möchten Sie mich zur Beobachtung, nicht Jagd, sibirische Tiger einladen. Ich könnte das Geländefahrzeug lenken, muss aber sagen, dass ich eine lesbische Transsexuelle und daher nicht sicher bin, ob mein österreichischer Führerschein in Russland gilt. Über einen russischen Ehrenführerschein würde ich mich sehr freuen. Wäre er doch ein positives Signal für russische Minderheiten. Falls nötig, demonstriere ich, dass ich gut einparken und wie ein Bierkutscher fluchen kann. Kräftig wie eine russische Kugelstoßerin bin und 10-mal hintereinander 110 Kilogramm auf der Bank drücken kann. Ich freue mich auf Ihre Antwort und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Monika Donner. So, hört man mich da hinten? Halbwegs? Ja. Gut, okay. Liebe Friedenswächter, ich bin Berlinerin und ich bin auch eine Wienerin.
weil ich Weltbürgerin bin und als solche ganz intensiv am Frieden interessiert bin. Und zwar am Frieden für die ganze Welt und nicht nur für Amerika, die Pax Americana, sondern einen weltweiten Frieden. Und weil Deutschland für diesen weltweiten Frieden eine Schlüsselrolle spielt oder spielen kann, eine ganz wichtige Rolle spielen kann, freut es mich ganz besonders, hier in Berlin und vor allem am Potsdamer Platz zu sein. Denn ich glaube, ungefähr 50 Meter hinter mir stehen Teile einer Mauer. Einer Mauer, die durch das deutsche Volk geöffnet und zum Einsturz gebracht wurde. Im November 1989. Sie wissen das. Ich erzähle es aber deswegen, ich wiederhole es deswegen, weil Gorbatschow es war, der im Februar 1990 sagte, wir sind für, also die Sowjets sind für die Vereinigung der Deutschen, das deutsche Volk hat ein Recht darauf, vereint zu sein, aber unter der Bedingung, dass die sicherheitspolitische Struktur in Europa eine neue wird. Und er hat dabei garantiert nicht daran gedacht, dass ganz Europa zur NATO beitritt. Ganz im Gegenteil. Was ist aber passiert seit 1990? Die NATO hat expandiert, hat sich erweitert und quasi Russland eingekreist. Sukzessive Russland eingekreist und daher auch bedroht. Es gab auch völkerrechtswidrige Kriege durch die NATO. Kosovo, Afghanistan, Irak. Diese Kriege sind völkerrechtswidrig. Und zufälligerweise, kann man das abschalten, dieses Gepiepse da, und zufälligerweise genau jene Länder sind, aus denen jetzt die Flüchtlinge nach Zentraleuropa hereinströmen, weil sie von der NATO, sprich USA, destabilisiert wurden. Ingo, wir haben hier ein ganz fieses Piepen auf den Boxen. Wenn du das irgendwie abstellen konntest... Okay, sie sind dran. Danke. Ich warte mal, ja? Sitzt da ein Spitzel drinnen, oder was? Hört ihr das Piepsen? Okay, dann rede ich weiter, ja? Also, destabilisierte Länder wie Kosovo, Afghanistan, Irak, aus diesen Ländern strömen jetzt arme Menschen nach Zentraleuropa, insbesondere auch nach Deutschland und nach Österreich. Die Destabilisierungen durch die NATO gibt es aber auch in der Ukraine, das ist erwiesen. Die Ukraine, insbesondere an der Krim, wurde durch NATO-Leute bzw. durch die USA zumindest finanziert. Ich werde später noch darauf zurückkommen. Die Trennung, die sich ergibt zwischen Deutschland und Russland, dafür mögen wir uns bitte kurz das Symbol dieser Mauer da hinten vor Augen führen. Die Krim ist die letzte rote Linie, die Russland nicht überschreiten lassen darf. Es geht geopolitisch nicht anders. Russland hat ein Recht darauf, eine Großmacht zu sein. Genauso wie es die USA, naja, sie machen es halt, ein Recht haben sie meiner Meinung nach nicht drauf. Gut. Vergegenwärtigen wir uns bitte, diese letzte rote Linie an der Krim ist gewissermaßen eine Mauer. Eine Mauer, die zum Dritten Weltkrieg führen kann, zwischen wichtigen, mächtigen Ländern dieser Welt. Und Deutschland hat eine Schlüsselposition und dessen ist sich auch die USA bewusst. Die USA wissen, dass Deutschland eine Schlüsselfunktion in Europa hat. Wenn Deutschland beschließt, mit Russland Frieden zu haben, einen Schulterschluss mit Russland zu machen, haben wir ein starkes Europa, sodass die Amerikaner hier nichts mehr mitzureden hätten. Dazu, so,
Nein, das gibt es noch immer. Dazu wäre es erforderlich, dass Deutschland seinen Vasallenstatus aufgibt. Nicht mehr weiter Vasall für die USA zu spielen. Das bedeutet gleichzeitig einen Austritt aus der NATO. Eine gangbare Alternative wäre die Neutralität nach Schweizer Muster. Ich sage bewusst nach Schweizer Muster, weil auch wir Österreicher zwar am Papier neutral sind, de facto meiner Meinung nach aber nie wirklich neutral waren. Ja? Wir sind ja auch Teilmitglied der NATO, Partnership for Peace, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, verhängen Sanktionen gegen Russland, Hirnlose. Also das sind Dinge, die macht ja auch Österreich. Und dann bräuchte, und ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich sage, bräuchte Deutschland eine starke Bundeswehr, die autonom ist, um die Neutralität zu verteidigen. Denn eine EU-Armee kann es jetzt aus meiner Sicht, darf es nicht geben, weil die EU eine Finanzdiktatur und keine Demokratie darstellt. Und in einer Finanzdiktatur ist kein demokratisch legitimierter Einsatz der Streitkräfte zu erwarten. Aus diesem Grund ist es wichtig, neutral zu sein und mit einem starken Heer die Neutralität gemäß Völkerrecht zu sichern. Denn wer kein eigenes Heer hat, dem stellt man eins ins Land, wie es ihr selbst ist. Ja? Gut. Und der letzte Punkt wäre natürlich, Frieden mit Russland zu haben, Schulterschluss mit Russland zu suchen, vielleicht Russland in den europäischen Wirtschaftsraum aufnehmen, warum nicht in die EU, was spricht dagegen? Und dann wäre Schluss mit dem Destabilisierungsspiel in Europa. Warum das so ist und wie man die Lösung herbeiführen könnte, habe ich in der eingangs von der Jasmin erwähnten strategischen Analyse zusammengefasst. Ich habe, bevor ich diese Analyse dem Präsident Putin geschickt habe, habe ich sie 2 Tage vorher an das österreichische Parlament geschickt, an die wichtigsten Minister, an die Offiziersgesellschaft, Unteroffiziersgesellschaft, an die Landeshauptmänner und so weiter und so weiter. Es gab bereits Auswirkungen, die Analyse zeigt bereits Wirkung in Österreich, allerdings auch eine sehr seltsame über mich oder auf mich ist die Nazi-Keule eingeprasselt. Ja? Man hat, ja natürlich, es ist doch logisch, inzwischen ist das Wort Nazi, man möge mir diese Pauschalierung verzeihen, aber aus meinem Eindruck heraus ist es so, dass Nazi oft bedeutet, eigenständig denkend und unbequem zu sein. Ja? Man muss das vielleicht ein bisschen umdeuten inzwischen. Gut. Darf ich kurz fragen, wer hier hat meinen Vortrag auf der Friedensmahnwache in Wien im Internet gesehen? Also nicht so viele. Das heißt, ich gehe zwar nicht ganz in die Tiefe von der Analyse, erzähle aber ähnlich wie bei der Friedensmahnwache in Wien, worum es in dieser Analyse geht. Und zwar anhand von 7 Kernpunkten. Der erste Kernpunkt ist, dass der Nahostkonflikt und der Konflikt in der Ukraine fast schon einen dritten Weltkrieg heraufbeschwört. Durch diese beiden Krisen droht der dritte Weltkrieg. Die zweite Ableitung aus der Analyse ist, USA und NATO sind die wahre Bedrohung des Friedens. Der dritte Kernpunkt ist, die EU ist ein finanzdiktatorischer Handlanger auf wirtschaftlicher, aber auch auf militärischer Ebene der NATO und das ist gleich die USA. Man kann schon fast gleichsetzen, USA gleich NATO gleich EU. Das lässt sich aus Dokumenten eindeutig schriftlich ableiten, unwiderlegbar. Der vierte Eckpunkt der Analyse ist, dass ich aus diesen 3 vorher erwähnten Punkten nur zum Schluss kommen kann, dass die Neutralität den Rest Demokratie, den jeder Staat noch hat, unterstützen würde. Daher kommt Punkt 5,
Österreich und das könnte man jetzt auch auf Deutschland umlegen. Darum ist ja mein Verlag auch ein deutscher Verlag, weil er erkannt hat, dass dieses Buch auch für Deutschland, es ist auch, die Analyse ist ja schon aus Bucherhausen, auch Deutschland könnte sich zur Neutralität bekennen. Dazu muss nur das Volk lästig genug sein, auf die Straße gehen, aufstehen und die Regierung darauf hinweisen, ihr seid das Volk, ihr seid der Staat und nicht die paar Politdarsteller und vielleicht manche gute Politiker, aber ihr seid der Staat. Ihr könnt das euren Mächtigen verklickern. Punkt 6 habe ich schon erwähnt. Ein starkes Militär wäre erforderlich, um die Neutralität zu schützen. Und der 7. Punkt, der Friede mit Russland. Soll ich euch die einzelnen Punkte noch ein bisschen im Detail erklären oder brechen wir ab? Weiter? Okay, also zum ersten Punkt. Es droht der Dritte Weltkrieg durch die Ukraine und die Nahost-Konfliktsituation. Jedes strategische Dokument von der EU bis zu den nationalen Dokumenten in Deutschland, in Österreich, es ist überall dasselbe, sprechen davon, dass wir die krisenträchtigste Situation seit dem Balkankrieg, wenn nicht sogar seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Wir reden von hybrider Kriegsführung, wir reden von asymmetrischer Kriegsführung, wir reden von Destabilisierung. Das sind Fakten. Und anhand von der Ukraine ist ganz klar, die Ukraine als zweitgrößter europäischer Flächenstaat ist ein Transitland, ist ein Brückenland, ist die Pforte in den Nahen Osten, ist ein Transitland für Öl und Gas. Und um diesen Konflikt in der Ukraine geht es in erster Linie um Ressourcen, Öl, Gas. Es geht um den Einstieg der Amerikaner ins Atom- und Fracking-Energiegeschäft in Europa. Das kann man erreichen, indem man Deutschland, Österreich, andere europäische Staaten von der Energiezufuhr aus Russland abschneidet. Damit ist der Markt offen. Das ist eines der Probleme. Ein weiteres Problem ist auch die Geldsituation. Russlands Währung, der Rubel, ist goldgedeckt. Das ist schon gefährlich für eine Federal Reserve, die in Wirklichkeit eine Privatbank ist und von der der Geldwert auf der ganzen Welt abhängig ist. Und der Vertrag unter Anführungszeichen mit der Federal Reserve läuft in Russland demnächst aus. Was mit unter ein Aggressionsgrund sein kann, um Russland in die Knie zu zwingen, doch mit der Federal Reserve irgendwie in Einklang zu kommen. Gut. Faktisch weiß man von 8 CIA-Offizieren, die in einem offenen Brief an die Angela Merkel im November oder im Oktober letzten Jahres geschrieben haben, sie wissen, dass der Maidan, die Aufstände, die sogenannten friedlichen Demonstrationen, in Wirklichkeit von der UE durchgeführt wurden, von durch der USA unterstützte, finanzierte, rekrutierte, vor Ort hingestellte Terroristen, die sich als friedliche Demonstranten ausgegeben haben. Diese Aussage von 8 CIA-Offizieren ist gestützt durch eindeutiges Videomaterial, das ein Schweizer Sender vor Ort gedreht hat. Man sieht, wie tagelang, stundenlang die Exekutive von den sogenannten friedlichen Demonstranten mit Steinen beworfen wird, mit Tränengas besprüht, mit Stangen geprügelt, sogar mit Brandsätzen beworfen. Man sieht auf diesem Video, wie Polizisten brennen. Und als die Exekutive in den totalen Rückhalt gedrängt wurde, nicht mehr weiter zurück konnte, sind sie in die Gegenwehr gegangen. Und genau diese Notwehrsituation haben unsere westlichen Medien uns über die Flimmerkiste gezeigt und uns gesagt, wie böse man dort mit den Demonstranten umgeht. Wir sind Zeitzeugen von medialer Kriegspropaganda. Und um endgültig mit dem Mythos aufzuräumen, der böse Putin, ja, also ich nehme es vorweg,
Putin kann von mir aus eine Marionette der neuen Weltordnung sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beweisen und auch nicht widerlegen. Ich weiß nur, dass was dieser Mensch sagt, zu 90% einer Überprüfung standhält. Das, was der Westen über Russland erzählt, ist von vornherein zu 90% Kriegspropaganda und Blödsinn. Und an der russischen Situation sieht man, dass man diesem Präsidenten sogar den Tod wünscht. In den Medien hören wir fast schon schwarze Magie, welche Krankheiten er hat. Das ist doch übelst. Drum heißt meine Analyse auch God bless you Putin. Ich meine das wirklich ernst. Ich finde es gut, dass es diesen Menschen gibt, weil der offenbar einer der letzten... Ach so, gibt es einen Bauchladen da irgendwo zu kaufen, das Buch. Weil er einer der letzten Bastionen gegen die völlige Finanzdiktatur ist. Wie wir zuerst am Beispiel des Rubel und mit der Federal Reserve gesehen haben. Und Russland ist sicher nicht der Aggressor. Der Aggressor ist NATO und USA. Und das lässt sich historisch erklären. Die USA ist gleich die NATO. Ich erkläre warum. Die NATO wird zu 75%, was die Militärausgaben betrifft, finanziert von den USA. Und die Welt ist eingeteilt von dieser Institution in 6 Bezirke, in 6 Regionen. Und in jeder Region gibt es einen NATO-Kommandeur. Und dieser NATO-Kommandeur ist immer ein US-General. Und dieser US-General empfängt seine Befehle nicht vom Europäischen Parlament, sondern vom Pentagon. Und das Sprachrohr der NATO, der Generalsekretär, ist wirklich nichts anderes als ein Sprachrohr, der sagt, was bereits entschieden wurde. Und der darf ein Europäer sein. Damit man den Anschein erweckt, die NATO sei irgendetwas Europäisches. Wird schon wieder gesprüht oder was ist da los? Okay. Gut. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, danke. Um es zu verdeutlichen. Die NATO-Kommandanten sind vom Pentagon befohlen. Die tun, was das amerikanische Verteidigungsministerium, eigentlich ein Kriegsministerium, der Name ist ja irreführend, anordnet. Und wenn man sich in der Geschichte zurückgeht, weiß man, dass 1945 die USA sich entpuppt haben als Massenvernichtungswaffenanwender. Es wurden Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima abgeworfen. 300.000 Menschenleben zerstört. Ich erzähle das jetzt nicht, um euch zu langweilen. Es ist wichtig, dieses Faktum als solches zu sehen. Denn damit hängt auch die Angst der USA zusammen, selbst Opfer von Atomwaffen einsetzen zu sein. Und darum hat man eine neue Strategie entwickelt im Kalten Krieg. Und diese Strategie heißt Destabilisierung. Unter Einsatz von False Flag Operations. Und dazu gibt es ein eindeutiges Dokument. Kennt jemand von euch die Northwoods-Pläne? 2, 3. Die Northwoods-Pläne sind Pläne des US-Pentagon, die 1998 ans Tageslicht kamen, als eine parlamentarisch eingesetzte, vom Kongress, US-Kongress eingesetzte Kommission, die Beweismittel im Zusammenhang mit dem Attentat an John F. Kennedy überprüft haben. Es ist jetzt eindeutig belegt inzwischen, dass John F. Kennedy Opfer eines Mordattentats, eines Putsches durch Regierungsteile, Militär, Geheimdienst und so weiter war. Das ist evident, das lässt sich nicht mehr wegleugnen. Und einer der Gründe war, weil John F. Kennedy gesagt hat, die Northwoods-Pläne zur verdeckten Invasion, zur völligen Invasion Kubas, werden nicht genehmigt. Was steht drinnen in den Northwoods-Plänen? Da steht drinnen, die Weltmeinung, steht wortwörtlich drinnen, muss manipuliert werden und auch die Meinung der Vereinten Nationen
sodass die Kubaner als die Bösen dastehen und die Amerikaner als die Guten. Dazu müssen die Amerikaner Opfer auf eigenem Staatsgebiet erbringen. Unter anderem Attentate in den Städten Floridas bis rauf nach Washington, Abschuss von US-Passagiermaschinen, Zivilmaschinen, durch US-Abfangjäger, die mit kubanischen Hoheitsabzeichen übermalen sind, Einsatz von Drohnen, das waren damals eine der ersten Drohnen, und Plastiksprengstoff. An dieser Stelle wird klar, da war schon fast der Plan vom 9-11 drinnen. Ja? Und diese Geschichte, hat John F. Kennedy gesagt, wird nicht durchgeführt werden. Dann hat er gesagt, ich möchte den Kalten Krieg beenden. Er hat die letzten Militärbeobachter aus dem Vietnam abgezogen. Und er hat gesagt, als alles mit Dokumenten belegt, ich möchte als ultimatives Friedenszeichen gemeinsam mit der Sowjetunion auf den Mond fliegen. Das war 10 Tage, bevor er ermordet wurde. Sein Stab, dem er diesen Auftrag schriftlich erteilt hat, konnte ihm die Ausarbeitung nicht mehr übermitteln, weil John F. Kennedy ermordet wurde. Wie gesagt, in einem Plot, in einem Regierungsputsch. Was ist daraufhin geschehen? Lyndon B. Johnson hat den Vietnamkrieg eskalieren lassen. Vietnamkrieg 2,3 Millionen Tote, davon 1,5 Millionen Zivilisten. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wir gehen ins Jahr 1999. Im Jahr 1999 gab es das Project for a New American Century. Gebt euch den Begriff. Das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert. Die Projektgruppe spricht nicht von einem Jahrhundert der Welt oder des Friedens oder sonst irgendwas, sondern von einem amerikanischen Jahrhundert. Und darin heißt es, damit Amerika, die Pax Americana, sprich die Zwangsbefriedung und der Einsatz von Waffengewalt, durchsetzen kann weltweit, insbesondere im Nahen Osten und im Mittleren Osten, müsste ein tragisches Ereignis stattfinden. Ein katastrophales, katalysierendes Ereignis in der Größenordnung eines zweiten Pearl Harbor. Und im September 2001 fand dieses katalysierende, katastrophale Ereignis statt. Das World Trade Center wurde gesprengt, eindeutig gesprengt. Und wir wissen alle, das World Trade Center 7 ist ohne Kontakt mit Flugzeugen in sich zusammengebrochen, im freien Fall, ohne dass hier auch nur ein Flugzeug in der Nähe gewesen wäre. Damit fällt die offizielle Lügentheorie, die offizielle Verschwörungstheorie als völlig absurd unter den Rast. Man kann es vergessen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was war die Folge nach 9-11? Nach 9-11 war der erste Bündnisfall der NATO. Binnen 24 Stunden haben die NATO-Mitgliedstaaten beschlossen, hier liegt ein Angriff auf einen Mitgliedstaat vor, wir haben die kollektive Verteidigung nach Artikel 5 des NATO-Vertrages. In weiterer Folge Afghanistan-Krieg. Völkerrechtswidrigkeit, nie bewiesen wurde, dass die Al-Qaida auch nur irgendetwas mit dieser 9-11-Sache zu tun hat, kann sie ja auch gar nicht. Geht ja gar nicht, weil die Sprengmittel da drinnen gar nicht angebracht haben können. Irakkrieg, völkerrechtswidrig, schon allein deswegen, weil dort nie Massenvernichtungswaffen gefunden wurden. Das haben die Amerikaner sogar zugegeben. Hier gibt es ein Eingeständnis, ein eindeutiges der Völkerrechtswidrigkeit. Und das alles, obwohl bereits der Kosovo-Krieg völkerrechtswidrig war. Das wussten die NATO-Mitgliedstaaten. Sie wussten auch, dass während des Kalten Krieges es NATO-Geheimarmeen in Europa gab, auch in Deutschland. Und diese NATO-Geheimarmeen werden in Italien mit Terrorakten in Zusammenhang gebracht, die gegen die eigene Bevölkerung gerichtet sind, um das Sicherheitsbudget in die Höhe zu treiben. Das ist nachgewiesen. Kann man bei Daniel Ganser, einem Schweizer Historiker, nachlesen, der, seitdem er sich mit 9-11 beschäftigt hat, natürlich seinen Professorenposten an der Uni in Zürich verloren hat. Ein dicker Schlag mit der Nazi-Keule.
So schaut's aus, es ist so. Ich halte fest, USA, NATO, wahre Bedrohung des Friedens. Wir kommen zu Punkt 3, EU. EU sagt, in der EU sagt Martin Schulz, wäre die EU ein Mitgliedstaat, der die Mitgliedschaft in der EU beantragen würde, müsste der Antrag abgelehnt werden mangels demokratischer Substanz. Das heißt, der Präsident des EU-Parlaments erklärt uns, dass hier keine Demokratie vorherrscht in der EU. Der Mann muss es wissen. Und da wir gesehen haben, wie die Machtverhältnisse sind in der EU, man sieht Geheimverhandlungen, TTIP, TISA und so weiter, europäischer Stabilitätsmechanismus, wo Milliarden Euro hineingebuttert werden, damit Länder wie Griechenland destabilisiert werden, die werden kaputt gespart, profitieren tun nur Banken und Spekulanten. Sonst profitiert niemand an dem ESM. Das macht, das passiert in der EU. Und aus diesem Grund muss Österreich neutral sein, wirklich neutral sein, sollte auch Deutschland neutral sein. Und es wäre gut, wenn die deutsche Bevölkerung sich dafür intensiv einsetzen würde.